Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video und dieses Video ist ganz anders als die anderen. Denn ich habe 11 YouTuber rausgesucht, um einen kleinen Aufruf zu machen zu der aktuellen Lage. Danke an jeden Einzelnen, der mitgemacht hat. Nehmt diese Botschaft bitte ernst und stay at home. Was für uns alle jetzt an allererster Stelle stehen sollte, ist auf jeden Fall das Gruppendenken bzw. der Zusammenhalt. Überlegt euch einmal selbst, die Menschen in den Risikogruppen können zum Teil nicht mehr normal rausgehen und haben Angstzustände, weil sie nicht wissen, wie gefährlich das Ganze wirklich ist. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, okay, ich bin eh nicht in der Risikogruppe, die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir was passiert, ist natürlich relativ gering. Genau das ist natürlich nicht das Denken, was diese ganze Situation unterstützt und zu einer Lösung führt, sondern wir sollten uns einfach alle mal selbst fragen, wie wir diesen Menschen stattdessen helfen können. Und dafür gibt es sehr, sehr simple Wege. Zum einen natürlich seine sozialen Kontakte sehr, sehr stark einzuschränken bzw. komplett sein zu lassen, das alles digital zu machen und dann stattdessen vielleicht mal für ältere Menschen einkaufen zu gehen oder sie einfach ansonsten einfach mal anzurufen, ein bisschen Kontakt zu pflegen. Natürlich nicht von Gesicht zu Gesicht, sondern das Ganze irgendwie über digitale Medien. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also von daher unser Appell auf jeden Fall an euch, dass ihr einfach mal kreativ seid und an unsere Gemeinschaft denkt. Und somit denke ich, dass wir alle diese Krise, wenn wir alle an einem Strang ziehen, auf jeden Fall sehr schnell bewältigen können. Dabei, sei kein Egoist. Denk auch an all die anderen Menschen, die genau in derselben Situation sind, wie du selbst gerade eben auch. Wir erleben das nämlich alle gemeinsam. Du bist da nicht alleine. Es gibt Menschen, die haben jetzt nicht so viel Klopapier wie du zu Hause liegen. Es gibt Menschen, die haben nicht so viele Nudeln wie du zu Hause liegen. Die Supermärkte kommen absolut nicht mehr hinterher. Dann stehst du vor leeren Regalen. Die Supermärkte haben alle diesen Druck, dass sie liefern müssen. Sie versuchen, gleiche Bedingungen für jeden zu schaffen. Versuchen sie, diese Regeln aufzustellen, dass sie vor dem Supermarkt ein Schild platzieren mit: Ey, bitte nimm nur eine Klopapierpackung mit. Bitte nimm nur zwei Nudelpakete mit. Und lass den Rest für die anderen übrig. Aber dann siehst du zwei Regale weiter drüben, wie sich Leute um fucking Klopapier streiten. Die prügeln sich sogar. Also, das ist so absurd. Es ist schon krank genug, dass Leute wirklich Hygienemittel aus dem Krankenhaus klauen. Ich meine, what the fuck, wer kommt bitte auf die Idee, aus dem Krankenhaus, wo Menschen liegen, die das am dringendsten benötigen, da Hygienemittel für sich selbst zu klauen. Vor allem auf die Idee, da im Krankenhaus was zu klauen, ist doch so absurd. Ihr denkt da an euch selbst und klaut da was? Also natürlich gilt das nicht für jeden, aber für die Leute, die das eben machen, wir müssen in dieser Situation einfach nur zusammenhalten. Es ist nie so einfach gewesen zu helfen. Wir als Gemeinschaft können das halt schaffen. Und nicht alleine. Nicht, wenn jeder an sich selbst denkt. Regeln sind nicht ohne Grund aufgestellt worden. Das, was entschieden worden ist, macht schon enorm Sinn und wird der Gesellschaft weiterhelfen, wenn sich alle dran halten. Dieses Stichwort wenn. Leider ist das nicht immer der Fall. Umso mehr Leute sich daran halten, desto langsamer steigt die Zahl der Infizierten. Jedoch kann man das auch andersherum stellen. Denn es gibt leider immer noch Menschen, die meinen, sie müssten diese Regeln missachten. Aber für diese Menschen gibt es hier eine besondere Nachricht. Merkt ihr es nicht langsam? Mittlerweile betrifft es doch irgendwie jeden. Keine Partys mehr, nahezu alle Hobbys werden abgesagt, Restaurants schließen und es gibt einfach nichts mehr, was man machen könnte. Wie gerne würdest du zum jetzigen Zeitpunkt was von den genannten Dingen unternehmen? Damit wir diesem Ziel weiter folgen können, muss sich jeder einzelne von euch da draußen von uns an die aufgestellten Regeln halten. Du bist nicht alleine, wir müssen da gemeinsam durch. Gleichzeitig sagen wir Danke. Danke an alle, die in dieser Situation für uns arbeiten. Danke an alle Krankenhausmitarbeiter, LKW-Fahrer, Kassierer und. Ihr arbeitet direkt am Patienten, auch mit dem Risiko natürlich, sich selbst anzustecken. Trotzdem seid ihr für uns da und kämpft aufopferungsvoll im Leben. Auch ein Danke geht natürlich an die Leute, die uns in dieser Situation unterhalten, sei es im TV oder bei YouTube, damit uns nicht allzu langweilig ist. Einfach Danke. Jedoch ist in solch einer Zeit Hygiene enorm wichtig. Es geht aber in zwei verschiedene Richtungen. Zum einen sollst du die Hände korrekt lang und oft genug waschen, aber zum anderen ist ein gewisser Sicherheitsabstand enorm wichtig. Nur so kannst du garantieren, dass sich deine Mitmenschen und du dich selbst nicht infizierst. Denn innerhalb der Inkubationszeit weiß keiner, ob man diesen Virus in sich trägt. Generelles Kontaktverbot zu Menschen außerhalb des eigenen Haushalts trägt somit ebenfalls zur Sicherheit für dich und andere bei. Und trotzdem bedeutet das nicht, sich jetzt die folgenden Monate lang nur zu Hause einzusperren und nicht mehr rauszugehen, sondern im Gegenteil, geht raus, geht zwar alleine raus, aber geht trotzdem raus, dann ist es gut fürs Immunsystem. Macht was mit der Familie zusammen, ihr könnt zusammen einen Spaziergang machen, nutzt die Zeit mit eurem Haustier, geht da irgendwie raus, wenn ihr eins habt.
oder macht einfach draußen Sport. Das ist eine super Möglichkeit, joggen zu gehen, Fahrradfahren zu gehen. Aber ihr dürft trotzdem nicht die Schule oder das Studium vergessen. Auch da solltet ihr gucken, dass ihr das alles auf dem Laufenden haltet. Wird einfach euren normalen Alltag zu Hause noch umzusetzen. Vielleicht war es in deinem Alltag normal, sich regelmäßig mit der Familie zu treffen. Vielleicht hast du dich regelmäßig mit deinen Großeltern getroffen, um irgendwie mit dem Fahrrad zu fahren oder mit dem paar Spiele zu spielen. Vielleicht hast du dich regelmäßig mit deinen Tanten und Onkel getroffen oder vielleicht sogar deinen eigenen Eltern, weil du schon ausgezogen bist. Aber bitte vermeide genau das jetzt. Deine Großeltern und vielleicht sogar deine Eltern und Tanten und Onkel könnten sich alle schon in der Risikogruppe befinden. Ruf sie 5-mal so oft am Tag an. Telefonier mit ihnen über Skype, um euch regelmäßig zu sehen. Oder über FaceTime. Werde kreativ, erfindet irgendwelche Spiele oder Aktivitäten, die ihr über Telefon oder Skype machen könnt. Genauso zu deinen Freunden. So schützt du nicht nur deine Freunde, die vielleicht sogar trotz des jungen Alters auch schon in der Risikogruppe sind, sondern auch deren Familie schützt du damit. Versuch, jeglichen persönlichen Kontakt zu meiden und trefft euch lieber online, Discord, Skype, quatscht und zockt ein bisschen, aber bleibt zu Hause. Genau jetzt ist die Zeit vorhanden, die wir sonst nicht haben, für die Dinge, die wir immer auf morgen verschieben. Zum Beispiel die Steuererklärung, den Kleiderschrank auszusortieren oder sogar Gartenarbeit. Und sind wir ganz ehrlich, da gibt es bestimmt noch einiges mehr. Und genau jetzt können wir diese unangenehmen Dinge erledigen. Dann haben wir sie einfach hinter uns. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du Bücher lesen, du kannst Familie und Freunde anrufen, du kannst auch Sport machen. Und wenn du das alles erledigt hast, dann kannst du dich entspannen und ausruhen. Dann kannst du die Spielkonsole anwerfen, du kannst Amazon Prime, Netflix und YouTube durchspielen und einfach die freie Zeit genießen. Zu Hause. Leute, gerade jetzt ist es wichtig, eure lokalen Vertreter zu unterstützen, denn jetzt gerade leidet der Mittelstand am meisten. Viele Geschäfte, die du eventuell als selbstverständlich sogar siehst, werden vielleicht bald nicht mehr da sein können, weil sie pleite sind. Die Frage ist nämlich, wie sollen diese ganzen Vertreter ohne Einnahmen und wirklichen Staatszuschuss diese Zeit überhaupt überleben? Deshalb, ihr müsst jetzt unbedingt eure lokalen Vertreter unterstützen, egal wo es auch nur geht und wie es auch nur geht. Deshalb zum Beispiel bei Restaurants kannst du mittlerweile die Außerhauslieferung nutzen, dass du dort bestellst, also dann halt wahrscheinlich beim Restaurant anrufen musst, dort sagst, was du haben möchtest und dir das dann sogar zu dir nach Hause liefern, damit die selber irgendwie Geld machen können und du dein tolles Essen bekommst. Tu, was auch immer nur du kannst, damit die Läden aus deiner Stadt oder sogar deinem Dorf weiterhin bestehen bleiben können. Und am Ende des Tages lässt sich einfach sagen, bleibt ruhig, denn nur gemeinsam sind wir stark. Bleibt vernünftig, denkt an eure Mitmenschen und vor allem, was ganz wichtig ist, geratet nicht in Panik. Macht das Beste aus der momentanen Situation. Jeder von uns trägt eine Riesenverantwortung, denn jeder von uns ist ein Puzzleteil der Gesellschaft, des Ganzen. Und sobald ein Puzzleteil rausfällt, kann das Ganze eben nicht mehr funktionieren. Bleib zu Hause. Denk an die Mitmenschen. Unterstützt euch gegenseitig. Denn nur gemeinsam schaffen wir das. Bleibt alle gesund. Und zum Schluss, stay at home.